Herzlich willkommen, liebe Motorradmagazin-Fans, zum Test der neuen Honda Monkey. Honda Monkey, der Affe ist zurück im Jahr 2018, entwickelt Anfang der 60er Jahre für einen Vergnügungspark, der übrigens auch Honda gehörte, und aufgrund der großen Beliebtheit dann in einer Auflage von 100 Stück gebaut, damals noch ohne Federung. Angeblich existieren nur mehr 3 Stück von diesen 100, was ich faszinierend finde, wie schnell der Mensch Sachen kaputt macht. Aber gut, ich kenne es von mir, Spielzeug macht man gern kaputt. Die neue Monkey gibt es sicher in einer größeren Auflage, allerdings heißt das nicht, dass sie leichter zu haben ist, weil die Nachfrage ist ungebrochen. Warum? Naja, zunächst einmal schaut das Ganze total witzig aus. Also das zaubert den Passanten ein Lächeln ins Gesicht. Es wird eben gar nicht so als Motorrad ernst genommen. Motorrad ist also ein leichtes Feindbild leider. Und das nicht, das wird fast als Spielzeug gesehen. Also die Leute nehmen einen im guten Sinne gar nicht so ernst und belächeln einen, lachen einen nicht aus, sondern belächeln einen, weil das so spaßig aussieht und so harmlos vor allem. Es ist eigentlich auch harmlos, 9,4 PS leistet der Einzylinder, 125 Kubik Luft gekühlt, der ist ja quasi liegend eingebaut, Drehmoment liegt bei 11 Newtonmeter, also da hat praktisch jeder 125er Roller mehr. Das merkt man natürlich auch, trotz der nur 107 Kilogramm vollgetankt. Da möchte ich gleich erwähnen, dass Honda da absolut ehrlich ist, was die Angaben betrifft. Also all diese Angaben decken sich mit denen im Zulassungsschein. Genauso der Topspeed. Honda gibt 90 km/h an, das steht auch im Zulassungsschein. Das Gewicht ist auch exakt so im Zulassungsschein eingetragen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht auf der Autobahn, ganz geduckt auf der Monkey, also komplett zusammengefaltet. Hier passt nämlich gut der Helm durch. 122 km/h standen am leider irrsinnig schwer abzulesenden LC-Display. Da ist der Kontrast ein bisschen zu schwach, gerade wenn die Sonne scheint. Und schade ist auch, dass man hier nicht einfach auf ein analoges Instrument zurückgreift, wie es halt zu so einem Retro-Bike gehören würde. Ich glaube, dass einfach die Produktion von diesen teilweise ein bisschen hässlichen LC-Displays schon günstiger ist und deshalb werden die installiert. Ist ein bisschen schade. Ansonsten muss ich sagen, ist das Ganze relativ originalgetreu. Kommt jetzt natürlich darauf an, von welcher Generation wir reden. Da gab es ja mal eine, da konnte man den Lenker umlegen und so, damit das besser ins Wohnmobil passt oder aufs Wohnmobil. Aber ich habe hinten diese Doppelfederung, ich habe den gelben Rahmen, ich habe echtes Blech hier an den Kotflügeln. Ein bisschen schade ist hinten, dass der Blechkotflügel auch noch von einem Plastikschwänzchen verlängert wird. Ich finde, das hätte nicht sein müssen, aber ich schätze mal, das Gesetz sagt doch. Deswegen auch hier diese seitlichen Reflektoren drauf. Naja, beim einen oder anderen wird das nicht so lange überleben. 2 Scheibenbremsen. Je eine Scheibe vorne wie hinten und vorne habe ich tatsächlich ein IMU-gestütztes ABS, dafür hinten keines. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt natürlich nicht irgendwie ausgetestet und ans Limit gebracht, die fetten V-Rubber-Reifen, aber die Bremsen funktionieren auch hier sehr gut. Ich muss sagen, von Honda erwarte ich mal nichts anderes mehr. Eine Upside-Down-Gabel, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, gold eloxiert, schaut auch mächtig cool aus, ist zwar nicht die fetteste, aber trotz allem, da lässt sich Honda nicht lumpen, beim Preis allerdings dann auch nicht. 4 Gänge habe ich, das Getriebe leider nicht ganz sauber, im Gegenteil, ist ein bisschen hakelig und teilweise sogar der Leerlauf schwer zu finden. Scheint aus einem Matchbox-Auto zu stammen, das Getriebe, damit es auch auf die Monkey passt. Dafür
muss ich eben nicht so oft schalten, weil 4 Gänge sind schnell verbraucht. Und ich habe immer wieder einen 5. gesucht, der war aber leider nicht da. Relativ schmaler Lenker, Sitzhöhe 775 mm, ich bin 1,80 übrigens, ich muss jetzt immer dazu sagen. Und ja, dadurch, dass er sehr breit ist, habe ich hier gar nicht so viel Spiel, wenn ich stehe, muss ich sagen. Dafür ist der Sitz so bequem und insgesamt das ganze Motorrad richtig komfortabel. Ein Wahnsinn, wie irgendeine weich gefederte Chopper. Also in erster Linie ist das Motorrad lustig und in zweiter ist es komfortabel. Hätte ich eigentlich gar nicht so erwartet, obwohl wenn man den Sitz so betrachtet, naja, dann kann man davon ausgehen, dass der schon relativ angenehm gepolstert ist. Natürlich Windschutz 0. Also sobald man sich aufrichtet, fährt man 10 km/h langsamer, weil man ja keine Leistung hat. Und im Normalfall erreicht man so 100, würde ich sagen. Also die 122 bei mir auf der Autobahn waren so teilweise vom Windschatten mitgezogen, beziehungsweise mit Rückenwind. Sobald es ganz leicht bergauf geht oder man sich aufrichtet, fehlen einem mindestens 10 km/h. Also darf man sich keine Illusionen machen. Ich würde sie jetzt nicht jeden Tag über die Autobahn scheuchen. Aber hin und wieder kann man da ganz ordentlich im Verkehr mitfahren. Die Felgen sind übrigens 12 Zöller und die angesprochenen V-Rubber Pneus entsprechend dick und fett, was natürlich zur Optik der Monkey unbedingt dazugehört und natürlich zusätzlich ein bisschen einen Komfort bringt und eine leichte Offroad-Tauglichkeit. Also ich möchte jetzt gar nicht von Offroad reden, aber diese Schotterstraßen, kleine Hügel, mal irgendein Waldweg zum Strand, dafür ist sie natürlich perfekt. Das Problem, zum Strand muss man leider alleine, weil es gibt zwar eine relativ lange Sitzbank, da würde also ein zweiter Popo durchaus draufpassen, es gibt aber keine Sozius-Fußrasten und auch keine Zulassung für den Zwei-Mann-Betrieb. Das ist mein größtes Problem mit der Monkey. Da würde ich schon hin und wieder gerne wen mitnehmen, eben für solche sommerlichen Strandfahrten. Ist ein bisschen ein Pech. Was haben wir noch an Positivem zu sagen? LED-Lampen, also auch hier versteckte moderne Technik. Dann habe ich ein schönes Hitzeschutzblech beim Auspuff mit so Lufteinlässen. Auch das ein bisschen eine klassische Scrambler-Optik. Eigentlich ist sie eine Miniatur-Scrambler. Muss man sagen, fällt mir gerade ein. Diesen Seitendeckel kann ich dann übrigens abnehmen. Da ist Werkzeug drin versteckt und das Verbandspäckchen. Abnehmbar, sehr leicht. Zu remontieren, fast unmöglich. Aber ich schätze mal, das wird sich einspielen. Man muss nämlich im Endeffekt blind ansetzen und 3 so Löcher treffen. Und 3 Löcher auf einmal habe ich noch nie getroffen. Da haben wir dann noch ein Helmschloss, sieht man auch gar nicht mehr so oft, ist ja auch fast schon ein kleines klassisches Element an den Motorrädern und ansonsten alles sauber schön verarbeitet. Wir wissen ja, da gibt es einige Nachbauten, die sind wesentlich günstiger als die über 4000 teure Honda Monkey. Das tut natürlich schon ein bisschen weh. Dem Motor fehlt vielleicht sogar ein bisschen an Charakter, der funktioniert fast schon zu unauffällig, zu gut. Da haben andere Modelle noch ein bisschen mehr Knattern drinnen. Nur insgesamt ist die Qualität hier natürlich mindestens doppelt so gut. Also ich kann das jetzt gar nicht bewerten in Zahlen, aber das ist natürlich ganz was anderes. Und in dem fährt man vielleicht sogar noch in 40 Jahren, während ich das bei anderen Modellen bezweifeln mag. Trotzdem, da hätte sich vielleicht Honda noch ein bisschen was abschauen können und dem Ganzen auch motorisch, soundtechnisch eine klassischere Note verpassen. Ja, da ist Honda einfach zu perfektionistisch, dass sie das tun, kommt mir vor. Ja, die wollen dann immer, auch wenn es eine klassische Optik hat, das Optimale aus der Technik holen. Und das haben sie hier eben auch gemacht. Noch ein Detail, was man nicht unerwähnt lassen sollte. Wir haben zwar nur 5,6 Liter im Tank, aber der Motor soll 1,5 Liter brauchen. 1,5 Liter. Das sind also 350, 400 Kilometer, irgend sowas. Und das glaube ich auch. Ich bin jetzt 150 Kilometer, schätze ich einmal, unterwegs. Der Tank ist so halb voll, mehr als halb voll natürlich.
Also irgendwie bewegt sich da überhaupt nichts. Also da holt man vielleicht ein bisschen was von dem rein, was man für den Kaufpreis ausgegeben hat. Ah, jetzt nicht ganz gesprochen. Die Sitzbank selbst kann man übrigens nicht abnehmen. Sieht ein bisschen so aus, aber darunter verbirgt sich ja einfach nur der Rahmen, das Fahrgestell und kein Stauraum, kein Geheimfach oder sonstiges. Es ist einfach fest verschraubt. Die Fußrasten sind auch gummiert und ich muss sagen, wenn man da drin sitzt, will man eigentlich gar nicht mehr aufstehen. Das ist so angenehm, das ist wie ein Sofa. Das wächst einem wirklich schnell ans Herz. Leider bin auch ich zu spät. Ich fürchte, in Österreich sind sie ausverkauft, Deutschland weiß ich nicht genau, beziehungsweise der Importeur ist ausverkauft, die Händler aber noch nicht. Also solltet ihr, glaube ich, ziemlich schnell sein, falls ihr so viel Geld ausgeben wollt für diesen Spaß. Ja, wie gesagt, es gibt Alternativen, aber die sind natürlich weit entfernt von dieser Qualität, die Honda bietet. Vielleicht kann man da einen Auspuff oder so irgendwas machen, dass der Sound ein bisschen mehr knattert. Drei Farben gibt es zur Verfügung. Ich habe hier tatsächlich Banana Yellow und ich habe aber Bananen gekauft, weil ich musste den Beweis antreten. Ich muss sagen, ganz so haben die den Farbton nicht getroffen. Allerdings sind die noch nicht ganz reif, glaube ich. Ich esse sie aber so am liebsten und ich werde jetzt auch eine essen. Ja, nettes Ding, hat mich in vielen Belangen überrascht, in ganz wenigen enttäuscht, aber trotzdem hätte ich gerne eine, muss ich mal mit Honda reden, ob man was mit Preis machen kann. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen, ich vertschüsse mich jetzt in die Ferien, schenkt mir bitte eine Banane hoch, einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal bitte, ich hoffe ihr bleibt uns treu. Hättet ihr auch gerne einen Monkey? Habt ihr eine? Das würde mich am meisten interessieren. Ich habe eine gesehen, der war leider so schnell vorbei, sonst hätte ich mit ihm das Video gemacht. Wenn du mich hörst, hier aus dem Raum Eisenstadt, machen wir noch was zusammen. Ja, wer hat so ein Juwel zu Hause? Wäre schön zu wissen. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Banane.